Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und diesmal ein Unboxing von einem großen, schweren Paket bzw. von einem schönen Produkt, und zwar dieses hier. Man sieht schon Buffalo, man sieht, dass es eine externe Festplatte ist. Wir drehen das mal so hin, damit ihr auch seht, was das Ganze ist. Es ist wie gesagt eine von Buffalo, eine externe Festplatte. Wie man sieht, man kann das Ganze benutzen über WLAN mit dem PC, mit dem TV, mit dem iPhone und mit dem iPad. Hier sieht man, hier ist das Gerät in der Mitte, verbindet mit dem Computer, mit dem TV, iPhone, iPad. Und das Ganze hat unfassbare 4 Terabyte, das ist ja wohl mal super viel und einfach nur genial. Man sieht auch hier BitTorrent-Werbung, auch sehr cool. Auf jeden Fall werden wir dieses Gerät hier mal auspacken. Hierzu habe ich mein schönes Messer, was glaube ich schon ziemlich viele kennen. Und wir werden hier oben einen gezielten Schnitt machen, den wir so machen werden. Genau. So. Zack. Zack. Hören die Leute ja nicht gerne, aber ich sag's trotzdem. Ich mache es irgendwie automatisch. Und wir werden das Gerät jetzt mal aufmachen, beziehungsweise die Verpackung. Nicht das Gerät, sondern die Verpackung. Nehmen wir ein Unboxing. Und gucken mal, was hier alles drin ist. So. Hier oben haben wir erstmal ganz viele Kabel. Fangen wir an. Wir haben hier ein Kabel, um das Ganze an das WLAN-Netz anzuschließen. Auf der Seite haben wir hier. Hier haben wir das Kabel, um das Gerät an das Stromnetz anzuschließen. Um natürlich, damit wir auch Strom haben. Das ist das Netzteil dazu. Das kommt dann hier rein. Dieses hier sollte auch bekannt sein. Dieses Teil hier rechts kommt dann in dieses hier so hinein. Und das dann in die Festplatte und natürlich das andere Ende hier in die Steckdose. Hier haben wir noch irgendeinen Adapter. Genau, das ist ein Adapter für ein anderes Stromnetz. Zur Seite legen, holen hier die Verpackung raus und haben wir dann noch mehr. Hier hinten scheint die Gebrauchsanleitung zu sein mit Software. Sehr schön. Buffalo. Und hier drin wird dann die Festplatte sein. Genau. Holen wir sie mal raus, die auch gar nicht mal so leicht ist. Und schauen, ob da noch was drunter ist. Nein. Legen das mal hier zur Seite. Aus dem Bild raus. So. Legen wir mal die andere Verpackung hier auch noch weg, damit ihr das nicht seht. So. So, hier ist das Ganze in einer blauen Tüte eingepackt. Also die ist schön schwer. Bei 4 Terabyte sollte sie das auch sein. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Wir haben hier einen Klebestreifen. Und holen die Festplatte heraus. Haben hier extra noch schön solche Teile drin, damit keine Feuchtigkeit in die Tüte kommt. Und das Ganze haben wir nochmal eingepackt, dass wir auch entfernen werden und uns das Produkt mal etwas genauer anschauen können. So. Hier haben wir die Festplatte. Von hinten schauen wir erstmal, was haben wir hier für Anschlüsse. Wir haben ja einen USB-Anschluss. Dann haben wir hier für das LAN-Kabel. Hier können wir an- und ausschalten. Hier kommt das Netzteil rein. Genau, hier ist das Netzteil. Von oben haben wir nichts. Vielleicht können wir hier noch was aufschieben. Müssen wir gleich mal schauen. Was haben wir hier von vorne? Fingerabdrücke von mir. Und wir haben hier die ganzen Anzeigen hier, die LEDs, ob das Gerät an ist. Aber es klappert etwas, wie man vielleicht hört. Müssen wir gleich noch mal schauen. Von unten haben wir nur die Kennzeichnung. Hier haben wir nochmal Folie drum. Die wir mal entfernen. Oben auch noch. So. Jetzt gucke ich mal, ob man das irgendwie aufschieben kann. Oder ob das so zu bleibt, weil irgendwie hört sich das nicht ganz gesund an. Wie das so klappert. Wenn man das vielleicht hören kann. Aber es scheint so, als würde das nicht gehen, vielleicht hier aufschieben, aber ich schaue erstmal nach, nicht, dass ich hier noch was kaputt mache. Auf jeden Fall soweit zum Unboxing von der 4 Terabyte WLAN
externen Festplatte von Buffalo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen.